Verbindung herzustellen. Bist du da? Gut. Ja, der Tag lief ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Das Gericht hat auch sage und schreibe ungefähr eine knappe Stunde, bevor es losgehen sollte, unsere Demo verboten. Um sagen, das ist also entgegen den ganzen Beschlüssen, die es in letzter Zeit gab vom Bundesverfassungsgericht, hat das Oberverwaltungsgericht Bautzen einfach mal gesagt, ist uns egal, was irgendwelche Verfassungsgerichte sagen, und damit die unsere Urteile nicht kassieren, machen wir unsere 2 Seiten Begründung auch so spät, dass überhaupt keine Zeit mehr ist, zum Verfassungsgericht zu gehen. Also die hatten die Beschwerde der Stadt, also Vorgeschichte ist ja, Stadt hat verboten, Verwaltungsgericht Chemnitz hat erlaubt, Stadt ist in Beschwerde gegangen und das schon gestern Abend. Das heißt, die hätten bequem bis heute Mittag das behandeln können und ihren Beschluss fällen können. Und dann hätten wir uns noch einen ganzen Nachmittag gehabt, um das Verfassungsgericht zu belästigen. Und damit wir das nicht können, hat dann das OVG eben erst seinen wirklich kurzen und knappen Beschluss. Wenn das jetzt 20 Seiten wären und die müssten da endlos drüber beraten und beschließen und Gründe anführen, dann hätte ich das verstanden. Also wirklich kurzes Ding, und haben das so spät geschickt, dass man nichts sagen kann. Und vor allem, weil sie ja schon seit gestern in Kenntnis darüber Richtig, waren. richtig. Wir standen dann auch, beziehungsweise nicht wir, sondern ich stand dann schon da als Versammlungsleiter, habe mit der Ordnungsbehörde geredet, dann kam dieser Bescheid rein. Zunächst haben sie den falsch interpretiert und dachten, wir dürfen doch mit Das war 15 Leuten lustig, genau. demonstrieren. Die haben, hätten uns beinahe aus Versehen demonstrieren lassen, weil sie Ja. das falsch verstanden hatten. Aber dann kam wohl doch noch ein Rechtsgelehrter und hat denen gesagt, dass alles verboten ist. Daraufhin bin ich wieder in unser Bürgerbüro gegangen und dann haben wir mitgekriegt, dass sich trotzdem Leute in der Stadt sammeln und sind dann einfach dort mal gucken gegangen, was dann dort los ist. Ich habe versucht, eine Spontandemonstration anzumelden, habe dies auch begründet gegen Justizwillkür, habe darauf hingewiesen, dass es doch einfacher wäre, jetzt eine Demonstration abzuhalten. Wir sorgen dafür, dass die Leute ihren nötigen Abstand halten und am Ende gehen alle friedlich nach Hause. Das wurde nicht gewollt. Ja, und dann wurden die Leute nach und nach in die Stadt getrieben. Ja, da gab es nach der Justizwillkür die Polizeiwillkür. Man hat also von mehreren Gruppen willkürlich einige festgenommen, quasi eingekesselt und nicht mehr weggelassen und die Personalien festgestellt. Andere konnten völlig in Ruhe durch die Stadt laufen. Also es war nicht so richtig ein Grund erkennbar, wann eingeschritten wurde und wann nicht. Und es wurde den Leuten zum Teil auch nicht mal gesagt. Es war also völlig willkürlich. Das hat, Dafür gibt es dieses Wort, man findet kein anderes. nee, man hat es auch tatsächlich gemerkt, es war auch ein Vater mit seinem Kind, der auf dem Fahrrad dort lang kam. Und ja, als er dann auf einmal seine Personalien abgeben musste, war er schon verwirrt. Und nachdem er dann gehen wollte, haben sie ihm gesagt, er solle doch bleiben. Also man hat mutwillig dafür gesorgt, die Leute erst da zu behalten und sie dann am Ende ja, Ja. mit Personalien feststellen zu Und belegen. weil erst gerade diese Gruppe auf dem Stadtwerkeparkplatz, denen wurde gesagt, ja, ist jetzt keine Versammlung, da müsst gehen. Dann sind die davon, ist die Polizei denen hinterhergelaufen und hat die plötzlich eingekesselt ohne erkennbaren Grund. Und dann mussten die bis jetzt, also quasi über 2 Stunden, dort bleiben und wurden da einzeln behandelt. Also ganz, ganz eigenartiges Geschehen. Ich weiß nicht, was man damit ausdrücken will, was man damit den Leuten beibringen will, dass es eigentlich kein Recht gibt. Es herrscht ja völlige Willkür gerade. Nichtsdestotrotz, also es gab dann noch schöne Szenen auf dem Markt, weil dort hatten sich dann sehr viele Menschen getroffen und hatten auch erstmal ihre Ruhe. Gab dann Sprechchöre, wir sind das Volk, das ist unsere Stadt. War sehr stimmungsvoll und laut und hat gezeigt, also es sind nicht wenige, die das Ansinnen teilen, was wir hier auf die Straße bringen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns auf diese Weise auf keinen Fall abspeisen lassen. Es wird weitergehen. Ja, man muss auch feststellen, also auf dem Stadtwerke-Parkplatz vorm Karl-Marx-Monument Richtung Innenstadt und in der Innenstadt, also insgesamt würde ich schätzen, waren wieder so 500, 600 Leute verteilt, Mindestens, mindestens, ja. die damit nicht mehr einverstanden sind. Also das zeigt Chemnitz als Und Arbeit. die da waren. Obwohl sie wussten, Demo gibt es eigentlich nicht, zu der sie eigentlich wollten. Also die Genau. trotzdem sagen, gut, dann gehen wir eben mal in die Stadt und spazieren und gucken mal nach. Also klar, manche hat auch aufgrund der Kürze der Zeit die Nachricht nicht mehr schnell genug erreicht. Aber viele haben gesagt, gut, dann also spazieren gehen wir jetzt trotzdem mal und gucken, was hier ist.
Nimm das unterscheidet halt dann wieder Chemnitz von Dresden. Hier gehen 500, 600 Leute auf die Straße als Arbeiterstadt. Und in Dresden, ja, versucht man sich manchmal zu bespaßen. Trotzdem, wir werden weitermachen und dann denke ich, werden auch noch mehr Leute kommen, denn es ist ja keine Besserung in sich. Im Gegenteil, man versucht uns daran zu gewöhnen, dass das alles noch ganz lange dauert, dass man jetzt sogar noch eigentlich mehr oder weniger enteignen möchte, indem eine Vermögensabgabe kommt. Das ist natürlich keine Enteignung, aber eine Belastung des Vermögens. Das heißt natürlich, dass ein Teil einem weggenommen wird. Und wenn man ein Haus ohne Kredit hat und dann hat es plötzlich einen Kredit, und zwar beim Staat, den man abzahlen muss, dann ist das schon ein enteignungsgleicher Eingriff. Damit geht man jetzt schon ganz offen um. Der Herr Söder spricht jetzt von einer Zwangsimpfung, sobald die da ist. Also man hat noch nicht mal einen Impfstoff, aber man will schon die Leute zwangsimpfen damit. Also das sind schon Punkte, wo man sagt, es wird nicht gelockert, was man hier mit uns vorhat. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer und entsprechend gibt es immer mehr Grund, auf die Straße zu gehen dagegen. Genau, wir werden jetzt prüfen, inwieweit wir das wann in Chemnitz wieder machen. Nächste Woche Freitag, am 1. Mai, wird es in Aue wahrscheinlich stattfinden. Da geben wir aber noch die Informationen dazu raus. Angemeldet ist es jetzt in Aue, unter welchen Voraussetzungen und wo genau, geben wir euch noch bekannt. Und für Chemnitz werden wir auch einen zeitnahen Termin finden. Da wird es auch bald wieder Demos geben. Und allen anderen noch einen schönen Abend jetzt. So, und ich gehe jetzt zum Heino Müller und einen Livestream. Schönen Abend noch.